Wir konsumieren täglich Produkte von der Kuh, sei es die Milch, Butter, Joghurt oder Käse. Aber wie lebt die Kuh von heute? Wie funktioniert ein moderner Laufstall? Und vor allem, was bringt er für Tier und Mensch? Diesen Fragen werde ich heute nachgehen. Grüß Gott! In Eichberg bei Vorau zeigt mir Familie Kernegger ihren Freilaufstall. 40 Milchkühe leben quasi in einer nachgebauten Weide während der Wintermonate. Nicht festgebunden, sondern frei, um sich zu bewegen. Das ist die Sahara, die Gerbera, die Lieblingskuh von meiner Tochter. Ihr natürliches Sozialverhalten ausleben, das können die Tiere hier. Die Gundi ist unsere ranghechste Kuh im Stall und sie demonstriert ihre Stärke und ihre Macht. Sie stellt sich einfach breit her und zeigt, wer sie ist. Sie verdrängt ein bisschen die anderen Kühe und sucht sich die besten Plätze aus. Es gibt welche, die haben Freundinnen, nehmt ihr links, nehmt ihr fressens, sie schlägen sie gegenseitig ab. Belieb, belieb ist wunderschön und jeden Tag wird's mehr. Wollen sich die Tiere bewegen, dann auf rutschfestem Gummiboden. Ihre Klauen bleiben so gesund. Der Zugang zu Wasser und Futter ist jederzeit möglich. Und die Kuh soll beim Aufstehen keine Schmerzen haben. Darum sind die Liegeboxen tief eingestrahlt mit Stroh. Beim Aufstehen da kommt eine große Belastung auf die vorderen Kabalgelenke. Und damit es da keine Verletzungen gibt oder Abscheuerungen, ist es so wichtig, dass das weich ist. Streicheleinheiten. Ich brauche meine Streicheleinheiten. Das ist die elektrische Bürste. Die Kühe gehen durch und das schaltet sie automatisch ein. Und sie massiert einer das Fell. Das fördert dann die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an. Das ist einfach genüsslich für eine, wenn sie sich da bürsten. Komfort zum Wohl der Kuh, aber im Wissen, damit auch den Ertrag zu steigern. Man erwartet sich durch die Laufstallungen wesentlich höhere Milchleistungen, wesentlich höhere Mastzunahmen. In solchen Stallungen ist das möglich. Die Tiere werden älter, sind gesünder und das will im Prinzip der Betrieb von seinen Tieren auch haben. Neu gebaut werden heute ausschließlich Laufställe. Das schreibt nicht das Gesetz vor. Doch finanzielle Förderungen erhält der Landwirt nur, wenn es auch dem Tiergut geht.